Als ich Meitei Kaya das erste Mal traf, erinnerte mich an den größten japanischen Kämpfer aller Zeiten, Miyamoto Musashi. Als ich Meitei Kayas Fähigkeiten beobachtete, erschien es mir, als wäre Musashi in der Tat auferstanden. Musashi forderte viele Kämpfer in ganz Japan zum Duell. Ich stellte mir vor, wie er wohl heute Kämpfer rund um die Welt fordern würde. So veranlasste ich Meitei Kaya, seine Fähigkeiten im Wettkampf gegen verschiedene Gegner von unterschiedlichen Stilrichtungen an einem Abend unter Beweis zu stellen. Wir konnten an diesem Abend wirklich harte Kämpfe sehen. Meitei Kaya benutzte die traditionellen Fertigkeiten der japanischen Kampfkünste, kombiniert mit seiner Erfahrung in modernen Kampftechniken. Wir erlebten einen Kampfkünstler, der wirklich über alle Grenzen ging. Meitei Kaya trainiert die Kampfkünste seit seinem 5. Lebensjahr. Er hat hunderte Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien gewonnen und war mehrfach Europameister und Weltmeister. Er hat auch verschiedene Dojos rund um die Welt zum Wettkampf gefordert und er hat echte Kampferfahrung. Ich möchte Meitei Kaya herzlich dafür danken, dass er sich dieser Herausforderung gestellt hat, um den traditionellen japanischen Kampfkünsten, dem Land Japan und seinem Heimatland Liechtenstein eine Ehre zu erweisen. Meitei Kaya ist 21. Jahrhundert Miyamoto Musashi.